Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Ori-Video. Mein Name ist Flaffo und das wird kein lustiges Video, das will ich euch gleich sagen. Erkläre ich euch dann gleich und dann, ja, seht auch gleich. Ihr werdet auch am Videotitel höchstwahrscheinlich erkennen, dass ich momentan irgendwie ziemlich pissed off bin von diesem Spiel oder von was auch immer. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. So, wir haben es bis hierher geschafft und mit dem normalen feinen Bogen kann man jetzt auch die violetten Augen anscheinend anschießen und somit auch dann diese Tür öffnen. Und ja, bis jetzt läuft es eigentlich recht gut. Wir haben eine Fähigkeit, damit wir weiter springen können, das heißt weiter schneller durch die Luft. So, jetzt geht es gerade. Weiter springen können oder wie man das Gerümpel auch nennen mag. Und man kann auch hier gut jetzt über die Dornen kommen und wir haben hier eine neue Öffnung. Und was sehen wir da? Eine Seelenquelle oder wie das Ding heißt. Auf jeden Fall, ja, da kann speichern und die Gesundheit ist wiederhergestellt. So, und wir sind in einem neuen Gebiet. Ansonsten wird automatisch gespeichert. Das habe ich noch in den vergangenen Videos als etwas sehr Positives gelobt, aber es wird bald mehr als erhältlich darstellen. Und, oh lala, was ist denn das für ein großer Käfer? Ich glaube, wir haben es mit einem ersten Bosskampf zu tun. Also der erste Bosskampf war ja dieser komische Wolf oder was das ist. Doch, das war. Aber jetzt haben wir hier einen riesigen Käfer. Und ich habe schon verstanden, was das Prinzip hier ist, denn man muss dieses rote Hinterteil anscheinend. Da ist er vollkommen verwundbar, es liegt vorne nicht. Das heißt hier, ich muss Ori kräftig Gummi geben, sonst klappt das nicht. Aber er ist ganz schön schnell. Ich muss hier erstmal das Bewegungsmuster analysieren. Ja, das ist ja. Eins muss man Ori lassen. Es knüpft wirklich an diese wirklich alten, in Anführungszeichen alten Videospiele an oder aus der Anfangszeit der Videospiele, wo man nicht auf Anhieb einen Gegner besiegen kann oder bekämpfen oder schlagen kann, sondern erstmal ein paar Mal sterben muss, bevor man herausgefunden hat, wie das überhaupt, es gibt ein Bewegungsmuster und wie kann man ihn überhaupt am besten bekämpfen. Ja, haben wir jetzt schon recht gut, es ist schon oben mehr wie die Hälfte geschafft. Ja, von vorne kriegt man nicht so und er speit natürlich auch Feuer, da muss man, ups, jetzt habe ich mal wieder die falsche Taste gedrückt. Das ist übrigens auch so, was richtig nervt mit einer Taste, bei der Tastatur Steuerung, oh, fast, bei der Tastatursteuerung von Orbel. Man kann im Eifer des Gefechts, gerade bei Bosskämpfen oder bei sehr schwierigen Stellen, schnell mal auf die falsche Taste kommen und dann aus Versehen das Spiel pausieren oder sonst irgendwas. Aber dazu komme ich später gleich. Das wird jetzt das Video starten hier mit einem coolen und spannenden Bosskampf. Ja, aber es wird dann richtig lästig später. Ja, bitte, ja, wenn er hochspringt, muss man einfach ausweichen. So bringt es nichts. Man muss wirklich warten, bis er wieder hochspringt. Ja, und dann durch. Und wenn er dann so fest ist, dann kann man ihn in seinem Hinterteil praktisch. Aber ja, hat Ori schon wieder die Leben verloren. Es gibt auch keine Möglichkeit, hier sein Leben aufzufüllen. Also man muss es wirklich mit dem Leben, wo man jetzt hat, auch schaffen. Ja, wenn man dann da drin steckt, dann ist eigentlich auch niemand verloren. Erstmal geht springen da der Spalt. Da muss man schnell durch. Und jetzt. Ja, ich habe was gehabt, aber er hat ihn schön besiegt. Er hatte keine. Sein Balken war eigentlich leer, aber er hatte anscheinend nie uns im letzten Moment mal Platz machen. Ja, das wird nichts. Das muss in der nächsten Runde abwarten lassen. So, und durch. Und dann ist es so, dass wir genau. Es klappt anscheinend auch nicht mit dem direkten Untersitzen.
krass gesagt, alle Figuren sind frei, aber wir sterben hier ganz schön oft. Wie gesagt, ich bin nicht der begabteste Jump'n'Run Gamer. Aber dazu komme ich auch später. Ich habe gedacht, ich zeige euch vielleicht am Anfang diesen Bosskampf, dass das Video nicht von Anfang an gleich so bescheuert wird und dann könnt ihr ja selbst das Spiel hier bis zum Schluss gucken wollt und euch das antun wollt. Und ihr habt jetzt schon, ja, und schon wieder falsche Taste gedrückt, hat man schon wieder die Schwierigkeit mit der Steuerung erkannt. Ich wollte eigentlich diese Sprintfunktion haben was ganz anderes gefunden, aber dann auch was ganz anderes bekommen im Laufe des Gefechts und dann habe ich hier auch Leben einkassiert, verloren. Jetzt werden manche von euch, die das vielleicht mit einem anderen Controller kennen, werden jetzt darüber lachen und sagen, Mensch, du spielst doch mit dem Controller und ja, und genau das ist auch mein Plan. Ich habe ehrlich gesagt, seht ihr, ich wollte da den Doppelsprung hoch machen und es hat irgendwie nur einen Sprung gemacht oder keinen, oder obwohl ich die Space-Taste gedrückt habe. Ja. Ja, man kann auch nicht aufspringen, habe ich schon festgestellt. Weil wir mit der Tastatur spielen, es ist echt frustrierend. Seht ihr, ich wollte hochspringen und es hat nicht geklappt. Und dann noch hochspringen, muss ich die Füße unten durch und dann das Ding von hinten erwischen. Ja. Ich habe auch erst gedacht, soll ich jetzt diesen Bosskampf, soll ich ihn schneiden, vielleicht nur die letzten drei Versuche zeigen oder irgendwie. Aber nein, ich habe entschieden, ich zeige euch das jetzt hier erstmal unplugged in voller Länge. So, ich habe an der Stelle jetzt auch schneiden müssen. Nicht weil ich noch ein paar Minuten tot gestorben bin, sondern weil ich wieder auf einer Zeitkarte gekommen bin und dann irgendwie ein Minute oder so. Aber wie gesagt, ich arbeite schon daran, an einer Lösung. Und meine Lösung wäre, mir einen Controller zuzulegen. Ich habe zwar so einen Controller für den PC, aber das ist so ein Allerwelts-Controller, das sind irgendwelche Tasten. Anders, nochmal ein bisschen anders, aber nicht richtig beschriftet. Mir wurde empfohlen, einen Xbox-Controller, den man auch im PC nutzen kann. Wenn jetzt gesagt, so, ich kann mal das Feuer zu Gemüse, hätte ich da hochbringen sollen. Aber, oh, er fängt gleich an, dass er da drin steckt. Das ist auch so eine Sache, ich wollte vorspringen und dann meine Attacke einsetzen. Weil um die Attacke natürlich richtig einzusetzen, muss ich ihn ja treffen, muss ich ja direkt drauf sein. Und das nützt halt nichts, wenn ich erst da wegspringe und dann so weit weg bin und ihn dann nicht treffe. Das ist ja logisch. und das ist das, was ich bei Bosskämpfen und Jump'n'Run spielen absolut ausstehen kann. Weil es schon in Anführungszeichen ziemlich unfair ist. Seht ihr? So, ich muss ja erst hinspringen oder hinlaufen, damit ich ihn angreifen kann. Aber ich werde besser. Ich muss nur ausweichen, wenn er hochspringt. Und ja, dann kommt natürlich Feuer. Meinst du ja mal ehrlich, Bosskämpfe wären ja ein bisschen langweilig, wenn sie eine kleine Herausforderung wären. Aber sowas hier. Das kann dann schon wieder Zeit werden. Und vor allem, wenn man wirklich Probleme mit der Steuerung hat. Ich habe echt Probleme mit der Steuerung. Seht ihr, er steckt in den Stacheln fest, weil ich hätte ihn jetzt da locker zwei, dreimal treffen können. Aber bis ich hingerannt bin, weil ich musste ja ausweichen, musste ja wegrennen, ausweichen, bis ich hingerannt bin, hat er sich schon wieder umgedreht. Ja? Und das ist wirklich richtig schön, das ist überhaupt nicht frustrierend, das ist überhaupt nicht irgendwie, das macht richtig Spaß. Man spielt ja Ori, weil man Fantasy-Fan ist und weil man auch die Atmosphäre von dem Spiel genießen will und vielleicht auch die Story. Aber wenn man gefühlt Stunden braucht, um irgendwie wieder weiterzukommen, das sind übrigens nicht nur Bosskämpfe, das sind auch ganz bestimmte Stellen, da kommen wir später auch dazu. Ja, ich halt, hier habe ich den Spaß gehabt.
Und wenn man dann mal an der Stelle hier festhängt, dann kommt man auch nicht raus. Und muss sich töten lassen, weil zu dem Gegner der gar nicht übrig ist. Und da. Na, zweimal kann man ihn treffen, wenn er hier in der Donne drin sitzt. Ja, mit einem Doppelsprung kann man im Feuer ausweichen. Das habe ich festgestellt, wenn man so rein oder beim Zurennen, muss man schnell das Geide suchen. Das Problem ist, dann ist man eben zu weit weg. Ist man, manchmal fängt er jetzt auch mit dem Feuer an. Ja, das ist wirklich sehr fair. Seht ihr? Das ist so. Ich denke manchmal, ist das Spiel zu schwer? Oder bin ich zu doof? Oder habe ich einfach nicht die technischen Voraussetzungen, weil jetzt bin ich das Feuer und da hilft ja, ich wollte Doppelsprung machen und hab, ich weiß es nicht. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung abgeben. Ist da kann ich stehen. Ist Flavo zu doof für dieses Spiel, zu ungeschickt? Flavo, lass es lieber sein. Es ist einfach frustrierend. Ich habe gedacht, dass Ori 2 einfacher ist, dass man wenigstens mal auch von der Story was mitbekommt. Aber, ja. Das ist echt, mein Gott. Ich hätte jetzt gesagt, oh, ich will euch nicht langweilen mit diesem Video, mit diesem endlosen Endboss-Kampf. Aber ich habe festgestellt, dass sowieso kaum jemand die Videos anguckt. Also das ist auch wirklich völlig scheißegal. Ich kann es auch schon sagen, ach, ihr könnt einen Kommentar schreiben, was ihr hier von bla bla bla. Es ist völlig egal. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich das jetzt hier mache und kommentiere. Bloß für diejenigen, die es gucken und auch Ori kennen und jetzt mit so Schlaumeier-Sprüchen kommen. Ach ja, das musst du so und so machen und da musst du so und so drücken und das und das. Den möchte ich jetzt mal hier anklagt einfach zeigen, dass ich euch nicht verarsche und dass ich keine Sprüche mache, sondern dass es tatsächlich so ist. Ist und guckt mal, ich habe nur noch einen halben Lebenspunkt gehabt und habe tatsächlich geschafft, diesen garstigen Riesenkäfer zu besiegen. So. Und ab hier geht es jetzt erstmal, ich hätte jetzt fast gesagt, entspannt weiter. Entspannt deswegen, weil jetzt kann man erstmal wieder ein bisschen in Anführungszeichen normal weiterspielen. Ja, man muss die Liane hier hochklettern, Ori. Ja. Und dann nach rechts. Weil diese Laternen, aber zu diesen Laternen kommen wir noch. Bei diesen Laternen kommen wir noch nicht. So, wir müssen in die Richtung. Ja. Bei diesen Laternen brauchen wir noch eine ganz bestimmte Fähigkeit, die wir alle kennen, die wir alle lieben und die auch so einfach ist. Vor allem, wenn man mit Tastatur und Maus spielt. So, da ist was aufgeschossen worden. Das war Absicht, ja. Und wie ist man da? Irgendwie durch. Irgendwie einen richtigen Zeitpunkt abwarten. Aber Ehre, dass nach dem Bosskampf die Lebens- und die Magiezellen wieder aufgeladen sind. Energiezellen aufgeladen sind. Wirklich. Wirklich nicht schön. So. Bis jetzt sieht es ja alles noch recht gut aus, aber diese ganzen Laternen verheißen schon mal nichts Gutes. Naja, eigentlich schon, aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Und wir drücken X, um das Licht zu absorbieren. Und wir haben eine neue Fähigkeit. Den Stoßangriff einfach F
halten und auf Projektile, Feinde oder Laternen und dann einfach dahin zielen, wo wir hinfliegen wollen. Das kennen wir doch noch. Na, das ist doch kein Problem. Ja? Na, kennt ihr es noch? Schön, gell? Übrigens, jetzt werdet ihr herkommen und sagen, hey, Kip, das, oder Fluffo, Kip, hey, Fluffo, das hast du doch immer mit der Maus gemacht. Ja, und das stimmt, das geht auch in diesem Spiel mit der Maus. Aber was passiert, wenn man das Ding mit der Maus anwählt? Werdet ihr gleich sehen. Nämlich, es funktioniert, aber es funktioniert gleichzeitig auch wieder nicht. So, und unsere große Challenge hier ist jetzt, den mit dem Stoßangriff da hochzukommen. Nach links und dann nach rechts. Und seht ihr, das passiert, wenn man mit der Maus das macht. Ah, gut. Das. Ja, na! Schön, gell? Das macht so viel Spaß, wenn man an so einer Stelle hängt, wo andere sagen, hey, das ist doch ein Dulli-Ding, da muss man doch einfach bloß wieder rauskommen. Das ist doch ganz einfach. Ja, das ist für andere ganz einfach, aber nicht für Flavo. Und wir haben ein großes Geisterlichtgefäß. Hey, cool, wir haben 1312 Geisterlichter. Also auf dem Konto, also kann man doch nicht meckern. Ja, jetzt muss man doch bloß noch wieder zurück. Und dann kommt nur mit dem Stoßangriff zurück. Liebe Leute, ja, ihr habt richtig gehört. Das ist doch kein Problem, oder? Seht es euch schön an. Man muss nur die Laternen anspringen und dann F drücken und in die gewünschte Richtung. Ja, genau so sieht es aus, wenn man es mit der Maus macht. Und ihr seht, ich bewege die Maus und man zielt und zielt gleichzeitig doch nicht. Das Zielen. Das Zielen beim Stoßangriff ist die Achillesferse. Ihr werdet jetzt hier sagen, hey Blaffo, warum hast du jetzt nach unten gezielt in die Donnen? Habe ich nicht. Ich wollte eigentlich nach oben zielen. Aber der schöne Pfeil hat einfach nicht reagiert. Und mit der, wenn man mit F, also die F-Taste drückt, um den Stoßangriff zu aktivieren, dann müsste man ja theoretisch mit den Cursor-Tasten, also mit den Pfeiltasten auf der Tastatur zielen können. Sagt ihr jetzt? Ja, natürlich. Ja. Und das funktioniert nicht. Also ich drücke nach oben und er schießt nach unten. Ich lasse F eigentlich noch gar nicht los, aber er schießt einfach. So sieht es übrigens aus, wenn man es mit der Maus macht. Da kriegt man schön Slow Motion. Und ja, ihr habt richtig gesehen, um die zweite Laterne da oben zu treffen, muss man höher springen. Das kann man nicht von dem Stand aus hier. Man hätte jetzt entweder das Projektil oder den Feind, beziehungsweise den Gegner, der wo da rumgekrochen ist vorhin, nutzen müssen. Und zwar in demselben Moment, wo man im Flug sich befindet und dann über dieses Donnerlein da. Toll, ne? Schön. Eigentlich ist hier nur die Aufgabe, wieder nach oben zu kommen. Und ich rackere mich hier ab und denke, ich bin im falschen Film. Bin ich zu blöd? Oder ist das mit Absicht so schwer? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt hieran noch, damit ihr seht, dass ich euch nicht verarsche, ein zweites Video hochladen, und zwar unplugged in voller Länge. Wo ihr seht, wo meine Schwierigkeiten liegen. Wie gesagt, mein Plan ist, es ist jetzt, ich mache mich jetzt mal ein bisschen größer und im Hintergrund laufen nur unzählige Versuche, wie ich aus mit diesem doofen Stoßangriff irgendwie versuche zurechtzukommen. Mein Plan ist, an dieser Stelle zu pausieren und mir also einen Xbox-Controller für den PC zu kaufen. Und das heißt, ich muss dann auch lernen, mit dem Controller zu spielen. Ich habe bisher immer mit der Tastatur gespielt. Und zu versuchen, weiterzukommen. Weil ihr seht, es ist kein Endboss. Es ist keine Stelle, wo man irgendwie versuchen muss, ganz geschickt. Ja gut, man muss schon geschickt sein. Aber es tut mir leid. Ich schaffe das nicht. Das ist so viel zu dem Video. Ich hoffe, ihr habt den Bosskampf wenigstens genossen. Es kommt im Anschluss noch ein zweites Video mit dem Titel Bin ich zu doof für dieses Spiel? Oder vielleicht habe ich es auch im Imperativ, dass ich sage,
Ich bin zu doof für dieses Spiel, wo Unplugged einfach mal meine ganzen Versuche gezeigt werden. Allein an dieser Stelle hier jetzt. Ich verarsche euch nicht, ja. Und ihr könnt ja gerne kommentieren, ja, Flavo ist zu doof oder ja, ich kenne das von diesem Spiel auch. Weil ich finde es einfach mega peinlich, wenn man einfach nicht weiterkommt wegen so einer Sache. Und vor allem, würde ich jetzt sagen, finde ich es auch mega schade, weil Ori ist ein wunderschönes Spiel. Optisch wie auch storymäßig und das Genre Fantasy trifft es voll. Aber es ist halt so, ich würde halt dann auch gerne mal weiterkommen und die Story sehen, die gucken, wie die Story weitergeht. Ja? Ja, also, gehabt euch wohl, bleibt gesund, bleibt neugierig und ja, probiert selber mal aus. Probiert aus, spielt Ori, es ist ein wunderschönes Spiel. Ja, und küsst die Tage. Tschüss. Herrlich, ne?